Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier bei dem Chaos zu einer neuen Folge Grow Song of the Ever Tree. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Ladies und Gentlemen, ihr habt es gesehen, wir haben den Inselschauplatz, einen neuen Distrikt freigeschaltet und ein neuer Tag hat begonnen und wir werden uns gleich erstmal aufmachen, wenn wir erstmal hier die Tapete eingesackt haben, die wir nämlich für den Bau der Docks an diesem Inselschauplatz bekommen haben. Pass auf. So, ich glaube, wir werden uns dann auch sofort, nachdem wir natürlich erstmal bei Teddy waren, zu diesem neuen Distrikt aufmachen. Lassen erstmal den Walddistrikt so ein bisschen hinter uns. Hallo, Teddy. Da war ich jetzt früher als du, oder? Genau, wir werden uns da so ein bisschen aufmachen und mal gucken, ob wir die ersten Häuser bauen können. Ich habe so einen Muskelkater hier. Oh mein Gott, ich habe es, glaube ich, heute so ein bisschen mit dem Sport übertrieben. Also nicht wundern, wenn ich mir hier so in diese Region greife. Das schmerzt ein wenig. Stand der Baum hier immer schon? Ja, nein, vielleicht. Hatten die immer schon so eine zwitschernden Vögel? Vielleicht. Okay. Weißt du, wer schon lange nicht mehr bei uns vor der Tür stand? Oleander. Und Arilyn auch nicht. Haben wir die irgendwie verärgert? Okay, Leute. Also, wie kommen wir zu diesem Distrikt? Frage ist... Warte mal. Nee, so zumindest schon mal nicht. Wir waren ja jetzt erst einmal da und da fand ich den Weg auch ein bisschen schwierig zu finden. Wir stehen genau hier. Das heißt, wir müssen eigentlich runter. Allzu viele Distrikte wird es auch gar nicht mehr geben, ne? Aber runter wäre ja hier. Oder hier? Nee. Ich bin mir also noch ein bisschen unsicher, wie genau wir da hinkommen. Könnte das hier sein? Ja, das sieht gar nicht verkehrt aus. Oh, das sieht ganz gut aus. Aber hier ist wieder der Fluss im Weg, ne? Oder können wir rüberschweben? Können wir hier einfach rüberschweben? Das sieht negativ aus, ne? Ah, ist doch kacke! Baut mehr Brücken, kleine Immerlingskinder. Baut noch mehr Brücken. Oder wobei... Hier, das ist die Brücke, ne? Ah, ja, der Weg ist, glaube ich, gar nicht so schwierig. Man muss es nur ein, zwei Mal... was liegt denn hier? Da hat jemand auch was vergessen. Schimmelige Notizen. Der westliche Turm ist gefallen. Man sagte uns, es sei bloß eine Frage der Zeit. Er war schon viele Monate nicht mehr bewohnbar. Die Dürre versperrt einem die Sicht. Dennoch wollte ich es nicht glauben. Der westliche Turm ist... Nein, er war das Zuhause meiner Eltern. Der Ausblick war atemberaubend. Ich werde den Garten vermissen. Dein jüngstes Bauprojekt ist abgeschlossen und kann besichtigt werden. Ja, genau das werde ich tun. Genau das werde ich tun. Genau das werde ich tun. Eigentlich ist ja jetzt einiges hier abgeschlossen, aber insbesondere gerade oben. Wie sieht dieses Areal eigentlich aus? Lass es uns mal angucken. Also das, diese Baumwurzel hier, verunsichert mich ja so ein bisschen. Also, das ist unser Areal. Ich glaube, es ist ein bisschen kleiner, kann das sein? Größer ist es nicht? Okay, es ist definitiv kleiner. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall kompakter bauen. Um mehr Menschen reinzukriegen, müssen wir auf jeden Fall Großfamilienhäuser bauen. Also flächenmäßig ist der Walddistrikt, glaube ich, am größten. Das ist halt schon klein. Oder? Ja, irgendwie schon. Und hier haben wir noch zwei Steinhaufen, die man auch noch wegmachen könnte. Müsste. Dringend.
Hi! Ja, einmal wegmachen. So. Und... Ah, okay. Ah, bei dem zweiten? Doch, hier steht auch einer. Hi! So. Gut, die sind dann morgen auf jeden Fall weg. Die sind morgen dann auf jeden Fall weg. Viele Brücken. Also ich mag den Fluss auf jeden Fall mit diesem kleinen Wasserfall. Das finde ich sehr niedlich. Aber ansonsten ist es wesentlich kleiner, ne? Weil hier drumherum können wir gar nicht so viele Häuser großartig hinbauen. Müssen wir mal gucken. Also, wir holen uns jetzt natürlich erstmal die erste Kugel. Da haben wir die ersten Bewohner. Aber wir haben noch keine Häuser. Das heißt, wir sollten als erstes jetzt erstmal Häuser bauen. Häuser bauen. Gut. Gebäude. Pass auf. Wir sollten bauen. Wo bauen wir denn die Häuser hin? Also als Wohnsiedlung finde ich ja den Bereich hier ziemlich nice. Soll das unsere Wohnsiedlung werden? Aber da bist du hier direkt am Flughafen, ne? Das verstand ich auch ungeil. Oder hier oben. Also ist die Frage. Ich war... Okay, pass auf. Dann machen wir das mehr hier oben hin. Aber dann wird es ein bisschen gerader, glaube ich, werden wieder. Weil so direkt unterm Flughafen willst du kein Haus haben. Dann wird es jetzt mal wieder ein bisschen ordentlicher. Können wir hier noch eins hinbauen? Nee. Weiß ich noch nicht, was wir hinbauen. Bauen wir drei direkt nebeneinander? Oder gegenüber. Aber dann hast du... Ja, weiß ich nicht. Sieht das aus? Also finde ich schwierig. Ich würde zwei hier hinbauen. Aber sind ja auch große, ne? Können wir nicht noch kleines hinbauen? Guck mal, wir können noch ein kleines daneben bauen. Und auch ein kleines hier hinbauen. Wie rum machen wir es? So rum? Ja. So, okay, was wollen wir noch für Gebäude hinbauen? Oh, guck mal, das Restaurant wäre fertig. Wollen wir das Restaurant hier hinbauen? Ist so ein richtig fetter Diner, ne? Der Insel-Diner. Aber wo genau bauen wir den hin? Hier oben ist ja nicht viel Platz. Machen wir den hier oben hin? Beim Park? Oh, das finde ich cool. Zack. Was haben wir noch Schönes? Wir könnten noch einen Friseur bauen oder einen Blumenladen. Einen Gemischtwarenladen hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Doch, ein Gemischtwarenladen. Aber wo zum Henker bauen wir den jetzt hin? Weil hier oben ist ja echt nicht viel Platz, ne? Wir können natürlich... Achso, ein Hotel brauchen wir auch noch. Dann hätten wir jetzt kein Hotel. Ich muss gucken, was für Essenzen ich ausgebe. Café, Bäckerei, Gasthaus. Also ein Gasthaus würde ich tatsächlich gerne noch hinklöppeln. Aber wo ist die Frage? Weil das so groß ist. Hier direkt daneben passt ja echt nicht viel hin. Also wir hätten es hier unten direkt. Oder hier. Das ist mal wieder ein sehr idyllisches Gasthaus. Man muss überlegen, die Leute kommen hier an. Dip, 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 dip. Und brauchen ewig lange. Durch die Wohnsiedlung willst du da auch nicht durchlatschen, ne? Aber hier jetzt am Diner vorbei. Pass auf. Wir machen ein Gasthaus. Wir machen... Wo baue ich dieses Gasthaus hin? Also die Lage... Oder wir machen es mal wirklich in die Mitte. Aber dann haben wir sehr viel Platz verschenkt, ne? Ich weiß nicht, wohin. Hier hin. Ah, zu spät. So, jetzt haben wir es dahin gesetzt. Ich lasse es erstmal. Ehe wir neue Dinge bauen. So, fertig. Was haben wir denn hier? Also, pass auf. Wir werden jetzt erstmal mit Leuten sprechen. Lauren. Oh, herrje, für wen hältst du dich? Das Begrüßungskomitee. Der erste Mitbewohner pappt uns gleich an. Verschon mich damit. Okay. Warum ich hier bin? Ach, das interessiert mich eigentlich gar nicht, warum du hier bist. Ach, du bist disqualifiziert. Wer mich so anpappt, weiße... Nell. Wow, an diesem Ort gibt es so viele tolle Dinge zu sehen, dass ich dich gar nicht hab kommen sehen. Cool.
Sie würde im Gasthaus gerne arbeiten. Warum ich hier bin? Ich hatte ehrlich gesagt einfach nichts Besseres am Wochenende vor. Es ist jetzt vielleicht nicht mehr Wochenende, aber das war's, als ich mich auf den Weg gemacht habe. Also die finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht, aber sie ist nur normaler Besucher, sie will hier nicht wohnen. Und du bist Lake. Wie war das gleich? Ja, genau. Hallo, Freund. So begrüßen sich die Leute doch, oder nicht? Ich bin zwar nicht von hier, aber ich gebe mein Bestes, mich anzupassen. Funktioniert's? Der will im Café arbeiten. Weißt du was? Es stimmt. Hier leben wirklich die glücklichsten Leute im Universum. Zu 100% von mir bestätigt. Ich will erst wissen. Mag keine Achterbahn? Fantastischer Orientierungssinn. Okay, cool. Aber wo wohnt er? Den sehe ich mehr so, ist so der WG-Typ. Aber du willst im Café arbeiten. Ich habe keinen Café. Baue ich jetzt extra wegen dir ein Café? Ja, mache ich. Weil du der erste Bewohner bist. Der erste darf sich noch ein bisschen mehr wünschen. Kriegen wir das hier noch irgendwo hin? Ah, ist doch echt verflixt. Pass auf, dann klöppeln wir das. Kriegen wir hier noch was hin? So ein bisschen eng dann, ne? Aber, und hierhin ist auch blöd. Dann lass uns das Café... Lass uns hierhin bauen. So, zack. Warte. Zack, du hast einen Job. Viel Spaß. So, wer will hier noch wohnen? Du warst ja so ein bisschen garstig. Da habe ich eher weniger Bock und mehr Leute wollen hier, glaube ich, gar nicht her. Hallo. Okay, Freunde, ich glaube, das war's für heute erstmal auf diesem Distrikt. Liedfragment wäre jetzt die nächste Frage. Oh, was ist denn das? Ah, guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Ach so, hier bauen die schon. Ich wollte auch gerade sagen, aber sie sind ja schon aktiv. Naja, ich bin gespannt, ob wir das jetzt zu schnell hochgezogen haben. Was ist denn das hier? Was ist das? Ach so, hier wird auch schon sauber gemacht, ne? Naja, okay. Wo könnte das Liedfragment sein? Hier hinten vielleicht irgendwo. Lasst uns mal auf die Karte gucken, wo wir hier sind. Kann ich so tatsächlich gerade nicht sehen, wo wir sind. Aber ich würde mal vermuten, dass hier vielleicht... Guck mal, da oben ist doch auch eine Höhle. Also, lass uns hier oben mal umgucken. Aha, 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 aha. Ich habe den Eingang zu diesem schrecklichen Ort gefunden. Die alten Texte nennen es den Eingang zu abgrundtiefem Horror. Ich gebe zu, das könnte mehr als nur eine bloße Legende sein. Okay, abgrundtiefer Horror, bin ich dabei. Also erstmal interessiert mich natürlich diese Höhle da oben und wie wir da hinkommen. So zumindest schon mal nicht. Soll vielleicht irgendwie einen Umweg laufen? Ich bin verwirrt. Wie kommen wir denn hier hoch? Oder da hinten? Warte, also hier oben ist ja eine Höhle. Das habe ich gesehen. So, hier ist eine Höhle und da gehen wir mal rein. Ob das jetzt der abgrundtiefe Horror ist? Hört ihr das auch? Also, sowas wie die Polka-Leute könnten... Ach, vielleicht... Aber hier ist so rot alles. Oh! Hier ist Lava. Es ist doch die Hölle. Okay. Boah, jetzt bin ich gespannt. Hier ist einfach Lava. Oh, wie krass ist denn die Geschichte? Wer singt denn da? Der Teufel? Und vor allen Dingen, warum ist die Hölle hier oben? Also... ich habe ein bisschen Angst. Aber gut, erkunden wir das Ganze. Die ich unter Sprachstörungen leide.
Ich kann es jetzt hören. Eine weit entfernte Kakophonie, die an meinem Verstand kratzt. Mit jedem weiteren Schritt wird sie lauter und erdrückender. Die verdorbene Präsenz gräbt sich in mich hinein. Also ich höre es auch, aber so ein bisschen erinnert es mich an die Polka-Gruppe. Die Polka-Gruppe ist in die Hölle verschacht worden. Oder Volksmusik. Helene Fische wartet am Ende des Ganges. Darüber, da ist ein Grammophon. Also irgendwer ist auf jeden Fall. Nein, es kreischt und kratzt und gräbt sich in mich hinein. Es frisst meinen Verstand. Worte können diesen grauen kosmischen Ursprung, das ich erlebt habe, gar nicht beschreiben. Selbst jetzt bedroht ein verrückt machender Lärm noch immer meinen Verstand. Ich fürchte, ich verliere mich selbst. Und doch fühle ich mich zu diesem Verderben hingezogen. Ich habe Angst, Leute. Also hier sind auf jeden Fall wieder Kerzen. Bin ich jetzt im Wasser oder in... Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, ich habe Angst. Ich pack meinen Hammer mal weg. Ich will nicht aggressiv wirken. Ah, guck mal. Siehst du? Sieht so an wie Volksmusik. Deutsche. Irgendwelcher Jodelgesang. Siehst du? Was seid ihr jetzt für Freunde? Du siehst aus wie der Anführer. Jodler, willkommen im Verein der Jodelfreunde. In der Hölle, siehst du. Schön, wer jetzt Böses denkt, aber die Jodler wurden in die Hölle verbannt. Wobei das, was sie da macht, ist eher irgendwie, weiß ich nicht. Wir sind eine große Gemeinschaft, die sich vor der Öffentlichkeit verborgen hält. Zusammen teilen wir unsere Liebe für das Jodeln und wehren uns gegen den Einfluss unserer Nemesis, der Polka. Okay. Lass dich nicht täuschen, Polka ist ein furchterregender Gegner. Hüte dich vor dem Verein der Polka-Enthusiasten. Aber habe keine Angst, denn du wurdest von deiner Liebe zum Liebe zum Jodeln hierher geleitet, nicht wahr? Dann lassen wir uns zusammen von den tröstenden Klängen des Jodelns heilen. Wie so eine Sekte. Aber verrückt ist auch, warum haben die denn sowas wie eine Burka an? Bist du ein neues Mitglied? Wie aggressiv. Ich bringe dir unseren geheimen Handschlag bei. Ah, der ist mit dem Arm heute schlecht. Der tut zwar auch weh, aber... schlecht. Ich liebe gutes Jodeln. Ich habe einen Jodelhut bekommen, Freunde. Oh mein Gott. Setze ich den jetzt mal auf? Ist die CD kaputt? Ja, 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 ja. Oh, was ist denn das? Begrüßungspräsentkorb. Ui. Ich suche... Was suche ich denn? Ich suche... den Jodelhut. Der sieht so ähnlich aus wie der Polka-Hut, ne? Ja, der Polka-Hut ist das. Und der Jodelhut ist das. Ach du Scheiße. Aber der ist zumindest nicht ganz so groß. Ich werd bekloppt im Kopf. Okay, ich muss hier raus. Also in der Hölle wird gejodelt. Oder weil sie jodeln, sind sie in der Hölle. Das können wir uns jetzt aussuchen. Guck mal, siehst du, ich wünsche mir eine Taschenlampe. Habe ich nicht gesehen. Ist da noch mehr, was ich nicht gesehen habe? Aber Alter, ist das krass. Das ist erstmal, dass ich Lava in diesem Spiel sehe. Okay, jetzt weiß ich auch, was mit Hölle da unten gemeint ist. Oh, mich schüttelt's. Sag ich doch, Helene Fischer wartet da unten. Was jetzt? Ja, 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 ja. No hate, ne? Viele mögen sie ja. Aber ich bin leider so gar nicht für Schlager zu haben. Das ist, bitte, bitte, ne? Es ist alles Geschmackssache.
Und ja. Um Gottes Willen. Sie macht ja auch einen guten Job. Aber ich kann dieses Teil nicht länger auflassen. Gut, wir lassen es erstmal aus Respektsgründen ein bisschen länger auf. Wo könnte das Liedfragment sein? Irgendwo. Tja, irgendwo hier, ab diesem Bereich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber hier kommen wir nicht weiter. Ach, schwierig. Ich lass mich mal runterfallen. Okay, gut. Wir legen diesen Jodelhut einfach wieder ab, sonst werde ich bescheuert. So. Claudia trägt keinen Hut. Nur kurz. Also, wenn wir jetzt ein Liedfragment suchen würden, wo könnte man... Da komme ich nicht hin. Hier vielleicht. Aber hier ist noch direkt... Guck mal, hier... Also, hier wäre vielleicht irgendwas. Aber hier ist noch Dürre davor. Hier kommen wir auch noch nicht lang. Oh, was ist denn das? Guck mal, hier ist ein Rätsel. Hier ist ein Rätsel. Okay. Machen wir das. Und danach sollten wir uns auf unsere Weltenbauminseln begeben. Aber hier wird wahrscheinlich auch nur eine Kiste am Ende bei rausspringen. Was ja auch gut ist. Aber ich will noch mehr. Siehste, Kiste. Aber wir können da hinten mal weiter gucken. Ist ja auch gut, ne? Es sind ja auch sinnvolle, wertvolle Sachen. So, wir haben es jetzt mittags. Ah, Liedfragment, ja. Das ist echt eine gute Frage. Mich interessiert das natürlich, wo das sein könnte. Deswegen bin ich jetzt gerade auch so ein bisschen schon am Rumsuchen. Weil da hätte ich natürlich Bock drauf. Wenn wir das jetzt schon finden würden, das wäre geil. So, hier kommen wir schon mal nicht rauf. Kommen wir irgendwie anders rauf. Aber auch keine Ahnung, wo man suchen könnte. Ob das hier in der Nähe vielleicht ist? Ah, sieht auch eher schlecht aus. Weil dann haben wir schon mal eine Seite so ein bisschen uns umgeguckt und ein bisschen was abgelaufen. Aber wird es ja sicher viele Geheimnisse noch geben. Vielleicht müssen wir auch wo ganz anders hin. Vielleicht... Was sind das jetzt schon wieder? Ah, guck mal! Ah, guck mal! Altar des Kaninchens! Das ist die zweite! Mega! Das erkenne ich wenigstens als Kaninchen. Der Bär war jetzt eher schwieriger zu erkennen. Das sieht man. Das erkennt man. Sehr cool. So. Hexenhut. Oh, Hexenhut. Da habe ich Bock drauf. Ich bin mehr so die Hexe. Was ist das? Eine Brille? Brillen. Ach nur, das brennt halt wie. Okay. Ach krass. Kopftuch. Wo ist denn da? Okay, das ist geil. Hat so ein bisschen. Ja, ja, ja. Der wackelt so lustig. Boing. Aber der ist auch XXXXL, ne? Der nimmt schon wieder jegliche Sicht. Claudia, die kleine Hexe. Auf der Suche nach dem Liedfragment. So, ist halt die Frage, ne? Wir wollten ja eh nach wo auch immer gehen. Könnten wir Wahrsagling vielleicht nochmal eine Runde fragen? Hast du eine Idee? Wo könnte das sein? Weil hier geht's ja... Ah, da geht's wieder zurück. Ach nee, gar nicht wahr. Wo geht's hier hin? Waren wir hier schon? Doch, hier waren wir doch schon, oder? Ach, ich bin verwirrt. Doch, hier waren wir gerade, ne? Ich laufe gerade im Kreis. Kann das sein? Ja, ich laufe im Kreis. Ja. Ich hätte halt vermutet, dass es hier irgendwo ist. Aber...
Das sieht jetzt eher weniger aus. Vielleicht auch irgendwo die Wurzel lang. Das kann natürlich auch sein, dass wir... Kommen wir auf diese Wurzel irgendwie rauf? Dass wir irgendwie diesmal so lang laufen müssen? Pff, ansonsten finde ich es ja echt schwierig. Oh, was ist denn das hier? Was zum... Was ist denn das? Also heute ist ja hier Folge der Höhlen. Ich muss diesen Hexenhut, der verdeckt einfach alles. Umarmung der Mutter. Okay. Aber guck mal, was das für wilde Statuen sind. Umarmung der Mutter? Ich habe Angst. Will ich umarmt werden von der Mutter? Ich weiß noch nicht. Warte, ich kenne diesen Ort. Das ist die Umarmung der Mutter. Ein Schrein der Lycora. Was bitte? Was willst du mir damit erzählen? Aber was tut ein Schrein der Himmelsmaid gerade hier in dieser Höhle? Was? Himmelsmaid? Was wollt ihr mir damit sagen? Das ist eine gute Frage, Claudia. Wir müssen Nachforschung anstellen. Ein Schrein? Was zum... Umarmung der Mutter? Hä? Ich bin richtig verwirrt. Was ist das? Okay, was machst du hier? Ah, du bist gekommen, Baumpflege. Ich bin so froh, dass du hier bist. Das ist ein besonderer Ort. Du weißt natürlich, wer Lycora ist. Nein? Dein Volk sieht Lycora als eine Beschützerung, nicht wahr? Sie... Beschützerin, Entschuldigung. Sie kennen sie als Himmelsmaid, die Hüterin des Friedens im Himmel. Die Himmelsmaid liebt und beschützt die Welt. So viel steht fest, aber es ist die Sorge um ihre Kinder, die ihr am schwersten auf der Seele lastet. Okay. Das sind Lycoras Kinder. Sind das riesige Drachen? Der eine Drache beim Immerbaum. Könnte das so einer sein? Jahrhunderte zuvor geboren, schliefen sie die ganze Zeit. Genährt und beschützt von den Wurzeln des Immerbaums. Fühlst du das, Baumpfleger? Fühlst du ihre Rastlosigkeit? Sie sind seit langem bereit, sich in die Lüfte zu schwingen, aber die Dürre hält sie hier gefangen und saugt ihre Energie aus. Nun, da die Dürre aus dieser Region verschwunden ist, werden sie bald aufwachen und sich ihrer Mutter anschließen. Oder das ist ihre Mutter. Was passiert hier? Wie aufregend, sie wachen langsam auf. Was, jetzt? Sie sind ziemlich groß, oder nicht? Stimmt, wir sollten schnell nach draußen, um ihnen nicht im Weg zu sein. Oder von ihnen zerquetscht zu werden. Ja, das wollen wir schließlich nicht. Hier ist auch ein Riss drin. Was? Ich habe ja Angst, aber da war noch eine Kiste. Ich sag doch, Mutters Umarmung ist nicht immer gut. Finde ich einfach mal ein Schrein. Auf der Suche nach dem immer... Uah, Geschenk. Lycora-Hut. Aber ist auch so ein bisschen fischartig, ne? Auch das werden wir ausprobieren, aber nicht jetzt. Krass. Und hier ist noch eine. Oh, oh. Schnabelmaske? Okay. Wir müssen raus. Ich spüre, da passiert was. So, haben wir jetzt alle Orte gefunden, wo Kisten sein könnten? Boah, hört ihr die Musik? Okay, vielleicht geht das ja wirklich irgendwie nach Zeit. Okay, lass uns einfach rauslaufen. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert. Aber wie sollen die denn durch dieses kleine Loch da durch? Hä? Und sie schwebt. Ich habe Angst, jetzt passiert gleich irgendwas Krasses. Was ist das für ein Beben? Ich dachte, wir hätten die Dürre in dieser Region beseitigt. Oh, oh. Mutter! Schau, Lycoras Kinder! Oh, so werden sie also geboren.
Sie schließen sich ihrer Mutter an. Das heißt, da oben, sie hat doch die ganze Zeit gerufen. Sie hat vielleicht nach ihren Kindern gerufen. Oh, wie grausam. Ich habe sie doch immer angeguckt. Die Himmelsmaid hört sich auf jeden Fall viel glücklicher an. Claudia, ich glaube, sie dankt dir. Nun, sie ist durchaus eine stolze und glückliche Mutter. Wenn wir jetzt da nochmal reingehen. Sollten die Kinder weg sein. Aber kann ich dann auch dahin irgendwie? Oder ist da nix? Hier war noch ein Riss. Hier ist immer noch ein Riss. Okay, die Kinder sind weg. Aber sind die Kinder jetzt oben? Ich bin komplett verwirrt. Freunde! Was passiert hier heute? Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Ich dachte schon, der Ausgang wäre zu. Verschüttet. Ich komme nie wieder raus. Nie wieder. Okay, das war jetzt die Umarmung der Mutter. Was für crazy shit. Hä, steht hier einfach ein Automat? Was? Warum steht hier einfach ein Automat in der Gegend rum? Weiße Glückskiste? Warum steht hier ein Automat in der Walachei? Aber wie komme ich denn jetzt zum Liedfragment? Irgendwo hier ist die Richtung bestimmt. Oh, da ist auch noch eine Höhle. Oh, guck mal, da ist eine Höhle. Da. Aber das könnte die Höhle sein, wo wir... Oder? Na, die sieht ein bisschen festlicher aus. Könnte das die Höhle sein, die wir gesucht haben? Ich guck nochmal hier oben, aber hier oben ist nichts, ne? Nee, ich glaube, das ist die Höhle, die wir gesucht haben. Okay, ist jetzt die Frage, wie kommen wir da jetzt rüber? Auf den Steinen vielleicht? Komm, wir probieren's. Ich glaube, anders kommen wir sonst nicht hin. Oder? Und sie stirbt natürlich. Ja, ich bin voll auf dem falschen raufge. Laufe ich gerade richtig? Da lang. Oder können wir uns von irgendwo fallen lassen? Das sieht ja aus wie Wiesenquartiere. Oder ist das schon was, was wir schon kennen? Ich will jetzt natürlich auch nicht falsch laufen, ne? Das wäre natürlich richtig ärgerlich. Es kann natürlich auch sein, dass wir es schon kennen. Ich bin mir unsicher. Deswegen probiere ich es nochmal. Komm ich jetzt hier hoch? Fail. Fail. Aber hier könnten wir angeln. Da kommen sie natürlich jetzt wieder nirgendwo hoch, ne? Ach, scheiße! Himpf. Also, fassen wir zusammen. Wir gucken auf die Karte. Okay, also, wir sind da. Ja, guck mal, hier hinter uns. Da ist noch so ein ganz großer Bereich. Und hier sind ja auch noch keine Häuser. Also hier haben wir den Ebenendistrikt. Vom Ebenendistrikt aus können wir vielleicht weiterlaufen. Ja, guck mal, was jetzt alles hier, guck mal, was hier oben jetzt alles frei ist. Dann hätten wir zumindest einen guten Startpunkt. Oh, wir müssen auf die Inseln, auf die Weltenbauminseln. Also steht hier einfach mal random Automat rum, das feiere ich ja. So, Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder zurück oder rüber oder irgendwo hin? Warte mal, hier geht's noch weiter. Weil dieser Fluss ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Aber ich habe dich gefunden. Ah, du hast mich gefunden. Zeit, nach Hause zu gehen. Jawohl. Okay, hier wird man rüberkommen. Hier kommt man rüber. Oh, dann will ich nämlich schnell in diese Höhle da nochmal reingucken. Ich habe keine Ahnung, was es für eine ist, ne? Ja, ich glaube, die kennen wir noch nicht. Nee, die kennen wir noch nicht. Aber hier liegt schon Zeugs drin. Das heißt, die kennen wir doch.
Ja, hier waren wir schon. Ah, doch, 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 ich erinnere mich. Okay, Freunde, dann werden wir vom Ebenendistrikt aus in der nächsten Folge mal weiter gucken. Vielleicht zeitlich. Jetzt erstmal heißt es tägliche Arbeit verrichten in der pieksenden Wüste. So, weil ich würde mich sonst arg beschissen fühlen, wenn wir das nicht machen würden. Ihr kennt meine Einstellung dazu. So, außerdem heißt das Tiere knuddeln und die Insel wiederherstellen. Weil, wenn wir ein neues Liedfragment finden, dann haben wir vielleicht wieder Platz auf dem Weltenbaum. Haben wir mit dir schon gespielt? Also da werden wir wahrscheinlich wieder neue Stellen bekommen, wo wir pflanzen können. Ich weiß nicht, was es haben wollte. Na, doch, Kind kraulen, jetzt weiß ich's. Sie sind so groß, da sieht man nicht, was sie wollen. Und jetzt möchtest du kuscheln. Geh wir hin. Sehr cool. So, dann haben wir... Irgendwo hier war doch noch einer. Ich glaube, auf der Seite. Der hier. Hallo, ich bin zurück. So süß. Den finde ich richtig süß. Und knuddeln. Willst du eigentlich gar nicht von hier wegholen, ne? Und spielen. Adoptieren. Ja, Fluffstaubig. Wie nennen wir ihn? Aber nicht Fluff. Lilly? Ist das eine Lilly? Buddy? Buddy. Buddy finde ich gut. Es ist ein Buddy. Und... Guck mal, wir können ihn in die Waldregion reinholen. Oder wir lagern ihn erstmal ein. Ich würde ihn erstmal einlagern. So, pass auf. Sehr gut. Und jetzt haben wir nämlich die Blaupause bekommen. Richtig cool. Bietet Services und Accessoires für Tierchen an, für die kleinen Dinge im Leben, auf die es ankommt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, guck mal, das ist so Katzen. Das ist einfach in Form von der Katze. Das müssen wir unbedingt bauen. Sofern wir natürlich alle notwendigen Essenzen haben. Oh mein Gott, wie cool. Tiere sind einfach das Besteste. Habe ich das schon gekrault? Nein, habe ich nicht. So. Hey, dreh ich ja nicht weg. Ja, ach du. Oh mein Gott, mein Arm fällt ab. Nee. Ja, beißt du mir jetzt gerade den Finger? Mach das nicht. Kuschel. Entschuldigung, da war ich abgelenkt. Gut, also, jetzt müssen wir aber loslegen, Freunde. Sonst schaffen wir hier ja gar nichts. Dann bin ich zwar auf die Insel gegangen, aber hab nichts geschafft. Das ist dann auch Käse. Gut. Singen. Das muss nicht gegossen werden, aber hier müssen wir gießen. Ist auch tatsächlich gerade wieder dieser Moment, wo wir gefühlt alles, was wir hier gießen und erschaffen, besingen müssen. Na? Das heißt, hier wären wir heute eh nicht weit gekommen. Hi! Siehst du? Gibt es also bestimmte Tage auf den Inseln? Da musst du alles besingen. Schlimm. Aber nicht die Krüge. Die Krüge lassen wir schön da stehen. Die finde ich cool.
mag die Insel, die ist echt irgendwie cool. Wobei, könnt ihr euch noch an die Katzenkopfinsel erinnern? Die war auch extrem cool. Aber die ist ja fertig. Ich fürchte nur, bald wird Oleander mal wieder vor der Tür stehen. Also dafür, dass er ja angeblich unser Freund ist, lässt er sich ja überhaupt nicht blicken. Na gut, wir uns jetzt bei ihm auch nicht. Aber er hat ja erzählt was von Beziehung. Ein komischer Junge. Aber gut, ich will es nicht heraufbeschwören. Wir haben ja hier gut zu tun. Claudia ist also mehr so der Karrieretyp. So. Lass das Tierfutter hier, solange noch nichts gewachsen ist, wirklich einfach mal stehen. Irgendwer lacht doch hier oben. Klebrig-Essenz haben wir bis jetzt noch gar nicht irgendwie eingesammelt, ne? Muss ich echt mal gucken, wo es gibt. Okay, wir sehen hier erstmal. Wow, bing, 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 bing. Weiter so, Lehrling. Wir haben es fast geschafft. Oh, das wäre natürlich cool, wenn wir das heute auch noch schaffen würden. Da wäre das jetzt mehr, als ich gedacht hätte, dass wir schaffen. Okay, wo ist das nächste Zeichen? Na, hinten. Ah, aber hier leuchtet doch noch alles. Alles leuchtet doch noch. So, ist schon die Nachtmusik. Wird auch gleich jetzt zu Ende sein. Werden wir definitiv nicht mehr zu Ende schaffen. Lass sie noch gießen. Oh, müssen wir gucken. Naja, müssen vielleicht Essenzen flöten gehen. Das ist das Letzte, was wir machen. Eine rosa Glückskiste haben wir bekommen. Ah, ja gut, was Kleines. Aber jetzt müssen wir wirklich, sonst ist es zu spät. Schnell die Sachen noch einsammeln. Und wir gehen schon mal freiwillig runter. Ja, wir haben leider nicht alles geschafft, aber das war eigentlich auch klar. Wir haben was geschafft. So rum muss man es sehen. Ne? So rum muss man es sehen. Wir gehen ins Alchemiehaus zurück. Ich würde, glaube ich, wobei es schon sehr, sehr spät ist, aber die Zeit vergeht ja irgendwo auch immer nicht. Pass auf, Claudia legt jetzt nochmal eine Nachtschicht ein. Quasi. Wir gehen mal nach wo auch immer. Mich interessiert das mit dieser Klebrig-Essenz. Wässrig. Stinkend warm. Was gibt's hier? Weich, mysteriös, friedlich. Also nichts, was wir brauchen könnten. Was ist das? Blumenauslage? Ekliger Laternenmast. Warum holt man sich denn eklige Laternenmaste? Brunnen? Prinzessinnen-Laternenmast? Oh, der ist aber zauberhaft. Wüstenlaternenmast? Brezel-Dachdeko? Hübscher Blumenkasten, ja, den können wir einmal mitnehmen. Kaffeetassen, Dachdeko. Ja, Blumenbeete. So what? Dösendes Faultier, Dachdeko. Gut, aber es gibt keine Klebrig-Essenz, ne? Heute nicht. Das wechselt ja, glaube ich, auch immer. Ne? Ist nicht immer gleich. Haben wir mal geguckt. Und gehen jetzt nach Hause schlafen. Die Nacht hat angefangen. Ich könnte schon mal einen Strich machen für eine Folge aufgenommen. Ach, das war doch mal ein erfolgreicher Tag. Wir gehen ins Bett. Mega gut. Ich bin wieder da. So, wenigstens beide mal kurz angucken. Und heute gehe ich mal von der anderen Seite ins Bett. So, guck mal, das haben wir alles an einem Tag gemacht. Ding, 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 ding. Sag mal nicht. Oh, mach dich bereit, Liebchen. Heute ist Tag der Samen. Okay.
Heute steht Vogelfüttern an. Oder wie andere sagen würden, es ist der Tag der des Samenpflanzens. Oh, kriegen wir Tickets dafür, wie viel Samen wir pflanzen? Oh. Flora lässt ausrichten, dass sie deine Hilfe bei einem Problem gebrauchen könnte. Also, aber guck mal, 13% Stadtzufriedenheit schon. Das ist gut, 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 das ist gut. Ladies and Gentlemen, und wie das Ganze weitergeht, das werden wir herausfinden das nächste Mal. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.